Und jetzt geht's weiter. So, jetzt muss ich erstmal beim Summoner gucken. Inaktive Techniker zuweisen, ist eh alles relativ voll. Level haben wir nicht gemacht. Blub, Ausstattung bearbeiten. Maximiere eine Fähigkeit. Das hast du wahrscheinlich gerade gemacht nebenbei. Genau. Naomi hat noch keine Affinitäten. Keine Ahnung, musst du mal aussuchen für die. Moment. Ach, der hat nur 300 XP gerade frei. Aber die UAC-20. Na gut, dann werde ich mit dem noch eine Runde so weiter nudeln. Nudeln, Nudeln. Ich glaube, ich habe nichts freigeschaltet, weil ich da gucken wollte, was die später halt laufen, mit welchen Mechs. Ah, verstehe. Und ich wollte immer warten, dass die das nächste Level von diesem Ausweichen-Skill bekommen. Ausweichen so krass, oder was? Keine Ahnung. Ich denke mal, für die KI-Leute schon. Fünf Tonnen. Wiedergutmachung. Biom. Seitländer. It is time for us to put wahrscheinlich Seitsländer. Acts behind us and look ever forward to the Smoke Jaguar's eventual victory. I have successfully bid the entirety of the 360. Viel verändern werde ich jetzt nicht am Loadout. Enlighten us on our new target. Hi, Stalkano. Until the Free Rasselhag Republic declared independence, this arid world was a footnote of average significance. But danke noch für ein Prime Sub, Rowdy. It became a highly valued asset when it was left on the Combine side of the new border, as it provides a direct jump ship route to the Republic's capital. A capital that has now, we've been informed, fallen to Clan Wolf. What can you tell us? What can you tell us of its defenders? These 10th Alshin regulars. The Alshin regulars were formed from the Pardon Rasselhag regulars after the Ronin War. Since many lost their homes when Rasselhag declared independence, there is a strong culture of tenacity and resilience. That is why the 10th nickname is Death Before Retreat. A name worthy of true warriors. Af. Let us hope they live up to it now that they have accepted Arbachal and chosen the Hardcore Plains as their battleground. But this fight will not be as straightforward as our battle with the 14th Legion of Vega. We are hard burned to the planet and will arrive much earlier than scheduled. Each star will be deployed along multiple fronts to strike them before they expect us. Cobalt, your star will touch down behind this ridgeline, advance on foot, and set up a firing line in this position. From there, you should be able to catch them as they attempt to ford this river. This open terrain will be their undoing with our superior technology.
I'm advising all stars to outfit their mechs with long-range loadouts. Okay. That grants us a great tactical advantage. Exactly. Alle mit Langstreckenwaffen ausrüsten. And highly reactive. Stay focused on the battle ahead. Beim Briefing gerade. Ido, disgraceful behavior will not. Weil wir schießen halt auf den See runter. Also bis wir so Fluss. To the high level of honor and discipline expected of your station. And I promise you not only victory. Was immer sehr absolution. Ich weiß ja nicht, du hast doch die AC-20, das ist doch Long Range. Ja. Nur ich überlege gerade, wobei ich habe ja auch die LM-15 und alles drauf. Eigentlich müsste es hier einen Mech geben mit Raketen ohne Ende. Gibbelt auch. Kommt ja noch. Achso, ich darf nur eine einzige Waffe hier drin haben. Ja, weil es vom Omni halt vorgegeben wird. Ja, ja, das ist ja alles okay. Ich guck gerade nur. Taibendo ist nicht bereit. Achso. Bereit wieder. Moment, die URC 20 hat schon eine Reichweite von 360, wie ich das gerade hier sehe. Oder ist die. Ne, das sind alle. Sind beide Kurzstrecke. Also ich hab Gauss oben. Ach, du benutzt das Gauss-Geschütz. Ja, ja. Das kann ein bisschen weiter schießen. Ja. Ah, 20 Autokanone ist keine Langstreckenwaffen. Bei der Autokanone waren die klein für Entfernung, oder? Weiß ich nicht. Aber das kommt auch die Skills so drauf an. Also bei mir stand da mit der AC-20 zum Beispiel, dass kann ich schon ein bisschen weiter schießen. Dass ich 700 Meter schießen konnte damit. Die muss halt einen Mad-Dog geben mit Raketen-Layout. Ich glaube, die Texte sind ein bisschen falsch. Eigentlich würde das Layout doch passen. Lass mich doch jetzt einfach mal. Du tust schon rumfummeln, der fummelt rum. Ach, ich darf ja eh nur eingeschützt, das ist das Problem an der Stelle. Ich kann das Layout ja gleich einfach wieder zurückstellen. Ja, ich lasse die Standardeinstellung. Oder ich mache hier nur LRM.
weil die Autokanone gerade nicht viel mit anfangen kann. Dann mache ich nämlich hier eine 20er LRM rein mit Zielsystem. Machen hier noch den UAC rein. Also eine kleine Zweier-Auto. Dann verliere ich nur ein bisschen Feuerkraft und habe halt Langstrecke. Änderung speichern. Ich weiß, du guckst natürlich auf die Uhr. So, warum hat Ezra... Hä? Ja, wegen... Das da kannst du ja nicht mehr lange. Ach so, ja, nee, das machen wir noch, schon fertig. Ich glaube, Ezra muss seinen Mech wechseln, weil der nur auf 78% repariert werden kann. Dann kriegt der Nova. Deswegen ist repariert. Ach, Raketen mit Zielsystem-Unterstützung sind schon ziemlich stark. Normale LRM finde ich, die spreaden einfach zu viel auf das gesamte Ziel. Flight Ops, Condor 672, eyes on the drop site. Opening drop bay doors. Cobalt, release imminent. Cobalt Star, on site. Advance to mark nav point and set up to hold that position, Cobalt. The rest of the 362nd will push them into the river. Leverage the heavy cover along the shoreline and pick the... So, immerhin alle Waffen haben jetzt eine relativ ähnliche Reichweite bei mir. You will be holding the flank, Cobalt. Ensure that none break through. Wir müssen als nächstes die Techniker wieder upgraden, sonst schaffen die nämlich nicht die Reparaturen unserer Mechs. Ich bin bei 968 Meter. Yeah. I was getting pretty restless traveling here. I don't think I've ever seen Wimmer like this. The whole galaxy. Everyone is so on edge. Die Optimal-Dings, die angezeigt wurde immer. Yeah. Das ist die Optimal. Du kannst noch weiter schießen, das ist korrekt. His actions cast a long shadow, even if Dieter Osis took Perez away with him. It will get better once we have driven the 10th out. We just need a win. Aff, we will have it here. And pay back the Star Colonel for invoking Sirkai on our behalf. That was no small gesture. She sacrificed her own honor to minimize the fallout on us. It won't matter. Our codices will be stained by Ito for the rest of our careers. The invasion has barely begun. There will be opportunities to make up for Turtle Bay. Target. We must do better. What else can we do? We are here. Everyone, take positions. Destroyed. The rest of the 362nd is going to be pushing them our way. Pick them off while they ford the river. Four incoming. Target. Detecting long-range weapons on those tanks. We should prioritize them. Cobalt Star. Destroyed. Aff, finishing them off. Target destroyed. New target. Thank you.
da Gauss eigentlich vorhalten oder trifft die genau immer? Muss halt einfach gucken. Ich kann das halt nicht ausmachen. Und also es gibt Projektilgeschwindigkeiten. Deshalb ja. Also ich würde sagen, ein bisschen vorziehen musst du. Das kann man durch Forschung jetzt hier ein bisschen verbessern, dass die Projektile etwas schneller sind. Also minimal vorhalten, wird gesagt. Gauss geht durch die durch. Das kann ich nicht sagen, ob das funktioniert mit der Gauss. Was ist immer hinter denn explodiert? Bitte? Wo ist der Fernkampf? Im Wasser? Yes, you got the reactor. New hostile detected. Quick draw. Ammo low. New target. Ich habe gleich schon alle Raketen verbraucht. Was? Ein Raven hat einen Störsender, okay. Gibt hier irgendwo Munition eigentlich? Nee, ne? Ich hoffe, ich hab nicht mehr viel. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal nach vorne. Ein Reaktor ist kritisch. Also, und ein Armor und so, ja. Insgesamt geht's mir gut. Sind halt Gegner. Oh. Über uns, Bomber.
Target. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. New hostile detected. Engaging Star Commander's target. Toll, wir sollen da noch reinlaufen. New hostile detected. Attacking on Star Commander's orders. Enemy destroyed. Incoming. Enemy down. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. On the Star Commander's target. Komplett? Ja. Nicht mal ein Laser mehr. 200 Schuss weggeballert. Boah! Kann ich mal boxen. Mit meinen Ärmchen, weil die Ärmchen das nicht können. Das hat die falschen Ärmchen. Nee, ich glaub, Mad aber Dog hier sind mehrere Scan-Sachen, also das sind wahrscheinlich Minen links von uns. Cobalt, we're ja. Touching down north of your position to assist. Moving in now to engage the enemy. Acknowledged. Good hunting, Course One. Your speed has ensured they have not had time to bring many of their mechs online. They'll all have begun their booting sequence. Take out as many of them as you can before they have a chance to finish. Zerstöre die Mechs, ehe sie hochfahren. Mit was? Enemy down! Gibt's einen Haufen zu scannen? Minen, ja. Die geben keine Ammo. Du sollst eh hier bei mir hochkommen. Arbeite da dran, ich hab keine Sprung. So, Geschützkontrollsystem hacken. Security overridden. Scanning complete. New target. Scanning disengaged. Target destroyed. Überall Totenköpfe. Sieht gut aus. New hostile detected. Grasshopper. Star Commander's target. Oh nein! Meine PPC wurde weggeschossen. Ja, das ist bitter. Got one.
Und der nächste. Die sind einfach totgerammt, was alles kann hier nicht machen. Ja, mich wird's gleich auch erledigen. Hier gibt's was zu scannen. Dann scan halt. Keine Munition. Gut. Alle Veteranen ausgeschaltet. Wie repariert das Nötigste? Kriegen wir dafür auch einen, eine Reparaturmöglichkeit irgendwo? Ah, okay, das ist Ende der Mission. Dann geht das ja. Halte 80.000 Piloten-EP. Weil den höchsten Schaden, aber dafür alles verschossen. Ja, jetzt haben wir den Timberwolf freigeschaltet. Fürs nächste Mal. Yeah. Aber genug Geld zum Ausgeben, um jeden hinzugeben. Wir haben von allem ausreichend. Das Einzige, was ich jetzt schon machen würde, ist... Ja, gute Frage. Ah ne, wir sollten ihn jetzt schon freischalten, bevor ich speichere. Macht schon Sinn. Bin schon wieder zu doof, das zu finden, weil es auf dem Marktplatz ist und das irgendwie sinnfrei ist. Beziehungsweise den Timberwolf haben wir freigeschaltet, so. ...75 Tonnen. Es hat nichts mit mächtig zu tun, es hat was mit Tonnage zu tun. Hey, was hat denn jetzt freigeschaltet? Den hier. Ja, eine andere Ausstattung für den Simona. Ach so. Damit der ein AMS hat und besser von den Lasern her passt.
Reparieren. Techniker aufwerten. Das Ganze nochmal. Noch zwei Techniker. Ja, du hast später 100 Tonnen. Na, du hast ja auch direkt einen Timberwolf gekauft. Ja. Hallo, ich habe nicht gesagt, dass der gut ist. So. Ja, der ist auch gut. Der Timberwolf. So, machen wir Ende? Ja, wir machen Ende. Gut. Für heute.